Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Zelda Majora's Mask. Ja, beim letzten Mal haben wir versucht, in die Berge zu kommen und das hat aber nicht wirklich funktioniert. Ich vermute, wir brauchen ein Pferd, ich bin mir nicht sicher. Wir sind jetzt in einem Zeitfenster, wo die Romani, die Gorman Brothers, hier irgendwas tun. Ich weiß nicht was. Ich habe da gewartet bei ihnen und dann ist die Nacht angebrochen und dann waren sie einfach weg. Sie waren einfach weg. Ich weiß nicht, wo sie sind. Was ich aber gesehen habe, ich bin jetzt hier in der Schenke und habe ich den Typen hier gesehen. Ah, Bruder, Bruder, ich bin beschäftigt. Das ist, glaube ich, der Leiter von der Truppe. Ich weiß nicht genau. Warum können wir die Maus? Was? Warum kann ich die Maske nicht? Ach so, weil ich die aufhabe. Ich dachte schon, ich kann die Maske irgendwie gerade nicht ausrüsten. Sollte die Maske erst ausziehen? Okay, die Fuchsmaske bringt uns auch nicht wirklich viel. Ah, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was wir tun sollen. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. OMG, bin ich eine Dumpfbacke. Ich habe die Zeitschleife jetzt nochmal von neuem gestartet. Und eigentlich ist das Rätsel der Lösung ganz einfach. Wir gehen einfach hier um den Typen hier rum. Und rennen hier wieder hoch. Das ist tatsächlich so einfach. Man braucht kein Pferd. Das hat mich jetzt einfach ein bisschen verwirrt, dass das so aufgebaut war. Was wir aber tatsächlich brauchen, ist dieser Bogen hier. Oh. Den brauchen wir tatsächlich, sonst kommen wir hier nicht weiter. Aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Jetzt müssten wir in die Berge kommen. Huh. Sehr schön. Und ja, wir gucken mal, was uns jetzt hier erwartet. Das ist jetzt natürlich. Ich habe auch ein paar Bomben, nicht viele. Aber was zur Hölle bist du für ein Vieh? Kennst du die blauen Tektiten nicht? Benutze das Z-Targeting und folge ihnen, wenn sie springen. Okay, gut. Das hat schon mal nicht geklappt. Anscheinend kann man die. Also das Kämpfen hier ist echt nicht so mein Ding. Wie man augenscheinlich erkennen mag. Ich denke, die kann man aufsprengen. Sieht zumindest so aus. Ich weiß nicht, ob uns das großartig was bringt. Das gibt zumindest ein Herzchen. Nein, nicht schlecht. Das war zwar alles in allem eine Verschwendung von Bomben, wenn wir ehrlich sind. Aber hey, ne? Man will es mal ausprobieren. Vielleicht ist irgendwo ein Loch, dass man irgendwie, ja, wo dann irgendwie was Sinnvolles drin ist. Ach komm schon, wirf doch die Bombe nicht. Ach, das hat gereicht. Und da ist ein Feind da drin gewesen. Okay. Klasse. So, das lief jetzt einigermaßen geschmeidig. Dann machen wir den hier auch noch weg. Die Bomben haben nicht so. Ach, schon wieder ein Gegner. Die Bomben haben nicht so einen kleinen. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall eine Bombe. Das ist die letzte. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr. Sonst muss ich nochmal zurückgehen und Bomben grinden. Oder ich hoffe, wir kriegen gleich wieder welche. So, da ist auf jeden Fall schon mal ein Schild. Gucken wir mal. Und ein Gegner, den ich nicht gesehen habe. Ah, die Gegner gehen eigentlich. Die sind jetzt nicht so schwierig. So, was steht hier? Bergdorf voraus.
Pass auf Schneestürme und tiefen Schnee. Goronen sollten in der Lage sein, die Schneebrocken relativ einfach zu brechen. Wir sind aber kein Gorone. Deswegen, wir haben auch keine Bomben mehr jetzt für die drei. Wir gehen einfach mal weiter, gucken, wie weit wir kommen. Ansonsten gehen wir nochmal zurück und holen uns halt ein paar Bomben. Daran wird es nicht scheitern. Bomben sind relativ einfach zu kriegen. Bergdorf, okay, gut, schön. Da friert einer. Ja, es ist kalt. Für Link natürlich kein Problem. Ich hätte hier schon echt gern ein bisschen ein paar Bomben, ehrlich gesagt. Das behagt mir nicht so, dass es hier tatsächlich keine Bomben gibt. Bergschmiede voraus. Wir schärfen jedes Schwert. Wir arbeiten hart, dass unsere Schwertarbeit hart für dich ist. Also, dass die Schwerter hart sind für dich. Es ist mir lieber, wenn das Schwert scharf ist als hart, ehrlich gesagt. Wir gehen hier mal kurz außen rum. Also es gibt hier einige Wege, die wir beschreiten können, so laut der Minimap. Wir haben hier auch tatsächlich die Map. Das ist super. Also wir haben einmal hier einen Pfad. Da ist auch ein Schild, das wir kurz lesen. Damit wir so einen kleinen Überblick haben, was hier ist. Grondorf voraus. Vorsicht vor weißen Wolfos. Also irgendwelche Wölfe. Dann haben wir hier Eisschollen. Oh. Ich mach die kleinen Dinger jetzt erstmal mal weg, weil eventuell eine Bombe drin sein könnte. Tiefes Wasser, Goronen, Vorsicht. Goronen, die nicht schwimmen können, sollten nicht hier in der Nähe spielen. Okay, das ist zugefroren. Können wir durch. Oh, nice. Neuer Warp-Punkt. Nicht schlecht. Ich denke, da können wir auch direkt mal wieder zwischendurch mal den Progress saven. Und ja, eine neue Warp-Eule. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Wir sind im Bergdorf. Ja, dankeschön. Es gibt hier nur irgendwie, ach doch, jetzt haben wir Bomben gekriegt. Pfeile, nice. Gute Sache. So, hier der noch. Da ist nichts drin. Was sagt das Ding? Das ist der Weg zum Schneehügel. Oh, das ist Schneekopf. Vorsicht vor einem schlüpfrigen Tal. Der Talabfahrt. Und gigantisch fallende Schneebälle. Ja, das hört sich tatsächlich nicht sehr einladend an. Ja, wann machen wir denn zuerst? Ich denke, wir gehen erstmal hier kurz rein. Und schau mal einfach, was hier in der Schmiede gibt. Was es hier gibt. Was es kostet, hier unser Schwert zu schärfen. Der erinnert mich gerade so ein bisschen an den einen Schmied aus Dark Souls. Shut up. Gerade wenn ich einen guten Traum gehabt habe. Willkommen in der Bergschmiede. Wo wir unsere Zeit nehmen, um einen guten Punkt zu machen. Ich bin Subora, der Besitzer. Nett, dich kennenzulernen. Ruhe da drüben. Der große Typ da drüben ist mein Assistent Gabura. Er ist nur Muskeln und nicht so wirklich intelligent. Ist so intelligent wie ein Deku Stock. Sag, bist du hierher gekommen, um dein Schwert zu schärfen? Unglücklicherweise sind wir nicht im Business momentan. Es ist, weil es abnormal kalt ist und because we have this abnormal cold snap. Ja, irgendwie so ein Kälte-Dings. Sie, unser
Herd ist zugefroren. So wie die Dinge jetzt sind, werden wir nicht in der Lage sein, irgendwas zu tun bis zum Frühling. Wenn ich bloß etwas tun könnte wegen dem gefrorenen Herd. Was ist das? Du sagst, wenn wir heißes Wasser hätten, könnten wir das Eis über dem Herd schmelzen. Tu nicht so, als würdest du wissen, was du über was du da redest, du Deku Stick. Glaub die Gerüchte, die sagen, dass lange Zeit, dass das heiße Quellwasser irgendwo in hier in den Bergen nahe ist. Aber ich glaube diesen Unsinn nicht. Okay, wir müssen entweder heißes Bergwasser hier hinbringen oder sonst irgendeinen Weg finden, das ganze Eis hier zu schmelzen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, wo war die Safe-Eule? Da drüben. Ich möchte nochmal hier Bomben mitnehmen. Und dann gehen wir auch nochmal ganz kurz zurück. Weil ich möchte hier einfach mal kurz alle Hügel wegsprengen und sehen, was passiert. Und danach würden wir wahrscheinlich ins Dorf der Goron gehen. Weil Snowfall mit fallenden Schneebällen, da werden wir bestimmt auch hin müssen, früher oder später. Aber man muss es ja, wenn man noch andere Dinge tun kann, nicht direkt provozieren, oder? So. Was? Warum wurden die jetzt nicht weggesprengt? Okay, bei denen geht das nicht. Gut zu wissen. Ich denke, dann machen wir hier weiter und sprengen hier einfach mal alles weg und versuchen vielleicht da mal mit dem Typen da drüben zu reden, der sich einen Arsch abfriert. Ach, da war wieder nur mal ein Gegner drin. Vielleicht ist aber irgendwann auch mal was Sinnvolles drin, ne? Es ist 90% Gegner. Wow! Und da oben, Tut mir leid, dich zu belästigen von so einem hohen Platz aus. Aber ich bin sehr hungrig und ich stecke hier oben fest. Es ist so kalt, ich bin sehr hungrig. Ich glaube nicht, dass ich es überleben werde. Ich will nur einmal noch essen, bevor ich hier oben sterbe. Etwas Hartes zum Kauen. Und ich kann den Geschmack nicht vergessen. Okay, der will was zu essen. Wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir ihn einfach versuchen, da runterzuholen irgendwie. Aber was zu essen scheint ihm auszureichen. So, wir kriegen ja hier, wir können hier relativ gut auch wieder Bomben farmen, wenn wir das denn möchten. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht unbedingt sparsam damit um. Das hier sieht mir nach einer Wand aus, die man irgendwie auch schmelzen kann. Wahrscheinlich müssen wir erstmal etwas gegen diesen Permafrost machen, damit wir hier tatsächlich dann auch weiterkommen. So, dann hier noch. Gibt uns ein Herzchen. Wirklich viel bringen tut das nicht. Aber einmal tun möchte ich es trotzdem. Damit wir es wissen, weil man weiß ja nie. Also, wenn ihr das Spiel gespielt habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich, aber ich weiß es halt nicht. Da oben ist auch wieder ein Kartenverkäufer, oder zumindest ist es Tingle. Ich vermute, er hat auch wieder irgendwie die eine oder andere Karte zu verkaufen. Pfeile, ein Herzchen, nett. Können wir hier hoch? Können wir nicht. Da kommen wir dann wahrscheinlich vielleicht irgendwann wieder runter. Da sind auch nochmal Dinge zum Sprengen. Oh. Ich hasse die Dinge. Er ist runtergeflogen. Okay, tschüss. So, können wir Tingle so runterholen? Tatsächlich. Das ist schon mal nicht schlecht.
Ach, das Ding ist wieder nach oben gekommen. Willst du mich verarschen? Was ist das? Grüne Klamotten, weiße Fee, blablabla. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Was hast du für Karten? Ja, ich möchte gerne Karten kaufen. Snowhead Romani Ranch. Ich weiß nicht, ob wir Snowhead haben. Ich würde jetzt sagen, wir sparen uns erstmal die Rupien. Weil ich glaube, wir haben die schon. Ich glaube, wir haben die schon. Und sonst können wir wieder hier hinkommen und dann kaufen wir sie dann. Wir müssen jetzt nicht etwas im Voraus kaufen. Okay, das ist ein Loch. Da oben ist irgendwie was. Vielleicht ist da der Feenbrunnen. So, wir gehen mal hier nach unten. Machen hier mal die ganzen Dinger weg. Hier ist es rutschig. Ups, und ich bin natürlich in der Nähe gestanden. So, ich versuche alle wegzumachen. Ich weiß nicht, ob wir genügend Bomben dafür haben. Was, das ist eine scheiß Schildkröte. Ich glaube, das ist eine sehr dumme Idee, hier die ganzen Dinger wegzumachen. Ich denke, wir machen noch ein, zwei. Und den Rest der Bomben sparen wir uns dann. Weil wir die vielleicht später noch brauchen können. Weil hier ist wirklich nie, irgendwie gerade gar nie was Richtiges. Sinnvolles drin. Der hat immerhin 5 Rubine gedroppt. So, wir müssen hier wieder rauskommen. So, wie gesagt, ja, wir kommen hier später nochmal hin. Da mache ich die ganzen Schneebälle noch weg. Aber da wir nicht so viele Bomben momentan haben, spare ich mir die momentan. Wir gehen einfach mal weiter. Ach, und er ist schon wieder. Er fliegt schon wieder. Ich hasse dich. Man kann ihn natürlich nicht hauen. Und er ist wieder irgendwie... Ah ne, jetzt kommt er wieder. Der hält aber auch was aus, ne? Mein lieber Scholli. Hör auf dich immer. Machen wir das so. Hat auch nur ein Herzchen gedroppt. Das ist nicht der prallste Loot in Hood. So, hier soll ja das Geronen... Was? Wir sind eingefroren. Jetzt nicht mehr. Okay. Schnell weiter. Da war... Moment mal. Es wird mir noch eine Kiste angezeigt. Die Kiste ist aber da unten. Im ewigen Eis gefangen. Das heißt, ja. Die können wir momentan... Da kommen wir momentan nicht ran. Das heißt, wir gehen tatsächlich jetzt erstmal hier weiter. Wir gucken, was es hier noch so gibt. Das Goronendorf. Das sieht ja ganz gemütlich aus hier. So einigermaßen zumindest. Da drüben ist ein Herzteilchen. Oh, wetten, mit dem können wir wieder das Land tauschen. Da müsste ich aber wieder, ja, das mache ich dann wahrscheinlich irgendwann offscreen. Wenn das was ist, was ich vermute, hier ist es echt rutschig. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich werde die Kleinen hier wegmachen, weil es könnten Bomben drin sein und die brauchen wir hier jetzt vielleicht. Ach komm schon, ich hasse Gegner. Wie gesagt, erstmal kurz einfach mal durchrennen, Überblick verschaffen, gucken, was wo ist. Pfeile ist auch immer gut. Da sind wir ganz unten angelangt. Ich möchte aber erstmal mit dem oben reden, weil ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge, die Dinge anzugehen, damit wir wissen, was hier genau das Problem ist. Ich vermute mal, der Schneefall, da geht es dann irgendwie zum Tempel hoch. Oder zum Dungeon. Ich nehme an, dass es ein Tempel ist. Was ist das hier? Es ist... Gronen Powder Keg. Powder Keg ist ein Pulverfass-Shop. Neue Kunden.
werden getestet, dass sie da wissen, wie man damit umgeht. Zum Glück haben wir bereits Erfahrung mit Bomben. Da drüben ist irgendeine Höhle. Oh, die Eule wieder. Oh, wir treffen uns wieder, Feenkind. Hast du, waren meine Steinstatuen dir von Hilfe? Es sieht so aus, als hättest du Stärke, um das Schicksal von diesem Land zu verändern. Wie ich vermutet habe. Aber der Weg voraus ist noch viel, viel gefährlicher. Viele Prüfungen warten auf dich. Bitte wache über diese Kronen um dich herum. Ihr Land ist verflucht, um in Schnee und Eis zu sein. Es wird ein Land werden, wo niemand mehr leben kann und überleben kann. Ohne Mut und den Willen wirst du kollabieren unter diesen extremen Konditionen. Aber wenn der Mut und die Determinierung hell brennen in dir, dann ist das eine andere Geschichte. Möchtest du weitermachen? Du bist ein Kind von vielen Stärken. Vielleicht hast du genug Stärke, um das Schicksal von diesem Berg zu verändern. Ich werde jetzt losfliegen zum Schrein da drüben. Also folge mir dicht. Sei nicht erschreckt wegen den Erscheinungen, wegen den Äußerlichen. Lass deine Gefühle dich leiten und der wirkliche Pfad wird vor dir erscheinen. Bist du bereit? Folge mir. Ach nee. Ach, klasse. Ach, klasse. Ja, das hat mir ja gerade noch gefehlt. Oh, das ist schlüpfrig wie Sau. Oh, wir haben es geschafft. Oh. Ich bin versichert, dass dein Mut und deine Determination vorhanden sind. Von jetzt an musst du nicht mehr verunsichert sein bei über die Erscheinung. Du musst nur dich von deinen Gefühlen leiten lassen. Jetzt geh in den Schrein. Irgendetwas, was dir hilft in deinem Quest, wird da drin sein. Benutze dieses Item, wenn du von hier zurückkommst. Okay, schauen wir mal. Da wird schon irgendwie stimmen. Eine Kiste. Bomben, Bomben, Bomben. So viele Bomben. Es ist nicht schön. Noch mehr Bomben. Okay, wir machen erstmal hier die Bomben weg. Hier haben wir was anderes. Ich höre noch irgendeine Skulltula. Irgend so ein Drecksvieh. Sollen wir hier erstmal runter? Dann öffnen wir die Kiste. Die haben wir uns auch verdient, nach diesem verdammten Weg da. So, was haben wir hier? Du hast die Linse der Wahrheit. Schaue durch sie durch und sehe die Mysterien, die unsichtbar sind für das nackte Auge. Die Wahrheit zu sehen zehrt an der magischen Power. Also drücke C, um aufhören zu sehen. Okay, gut. Erstmal möchte ich gucken, ob wir das Ding hier wegkriegen. Oder die Dinge. In der Tat. Dann machen wir das doch mal. Und ich vermute mal, um da zurückzukommen, werden wir... Oh, hier ist noch eine Kiste. Seht ihr, es lohnt sich da manchmal
das auszuprobieren. Das waren 50 Rubine. Ich denke, das war es wert. Und wir haben einiges an Bomben gekriegt. Ich denke, da werden wir das Spiel mal speichern. So, wir haben hier dieses Ding, die Linse der Wahrheit erhalten. Ich glaube, den Bogen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und ich vermute mal, also wir haben, ich habe jetzt den Weg gesehen, weil da Federn waren. Ich vermute mal, wenn ich jetzt da durchblicke, dann genau sehen wir, wie das hier aufgebaut ist. Okay, und dann machen wir das wieder aus. Und da ist einer, der da steht. Gut zu wissen. Einsamer Gipfelschrein voraus. Achtung, pass auf deine Schritte auf. Es ist ein langer Weg nach unten. So, wir gehen aber noch mal ganz nach oben. Beziehungsweise auf dem Weg dahin werden wir hier ein paar Dinge aufsprengen. 5 Rubine. Nice. Stock. Was hast du zu sagen? Danke, dass du hier stoppst. Ich mache Business und mit Fokus auf den Goron-Klientel. Es tut mir leid, aber ich kann mit dir kein Business machen, wenn du kein Gorone bist. Wenn du... Es ist eine Regulation von dem Business Scrub Association, also irgend so eine Behörde. Kann ich nicht helfen, es tut weh, ich weiß. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie eine Goron-Maske. Noch mehr Bomben, nice. Reicht das? Das reicht. Wir machen erstmal hier die ganzen Dinger weg und dann möchte ich jetzt mal mit dem Typen oben reden und dann gucken wir uns hier etwas genauer um. Herzchen. Nüsse, wir kriegen auch wieder andere Vorräte, was ziemlich cool ist. Ich glaube, bei Magiekraft haben wir generell eigentlich ordentlich. Das sind nochmal 5. Hier können wir bestimmt dann, gibt es bestimmt auch irgendwie einen Shop oder so, wo wir was kaufen können. Spätestens wenn wir irgendwie unser Schwert, warum hat das nicht geklappt? Unser Schwert irgendwie besser schmieden können. Durch den anderen Typen. Wenn wir sein Eis gelockert haben. Ah, das hat uns noch erwischt. Stöckchen. So, dann hier noch. Wieder ein Gegner. Oh, das sind viele Herzchen. Nice, das sind wir wieder voll. So, wir machen das jetzt hier noch zu Ende. Nice, gute Sache. Ah, das hier kenne ich auch mal wieder. Eine Nuss. Die sind nicht so wirklich nützlich bisher, hatte ich das Gefühl. Magiekraft brauchen wir momentan nicht. Okay, dann mache ich jetzt den hier nochmal kurz. Oh. Wenn ich den treffe, noch mehr Bomben. Nice. Und dann gehen wir wieder nach oben. Ich hasse die Dinger. Ich hasse alle Gegner. Ach, dann geh doch weg. Ist mir egal. Aber gut, meine Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break. Beim nächsten Mal gucken wir uns hier in diesem Dorf etwas genauer um. Und da ist ein Herzchen. Ach komm, lassen wir das. Beim nächsten Mal gucken wir uns in diesem Dorf ein bisschen genauer um und erfahren hoffentlich, was hier vor sich geht. Was genau das Problem ist, wie wir helfen können und so weiter und so fort. Och, komm schon, nicht runterfallen. Aber das war's jetzt mal mit dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.